Zuschauer, es ist Samstagnachmittag, 16.15 Uhr im ZDF und hier wird gekocht, etwas anders gekocht, als Sie vielleicht Sie manchmal glauben. Ich habe einen tollen Gast eingeladen, er kommt aus Koblenz, einer der erfolgreichsten Musiker. Herzlich willkommen, Thomas Anders. Hallo. Lieber Thomas, ich habe wunderschöne Zutaten besorgt. Wir wollen heute zusammen einen Apfelpfannkuchen machen, karamellisiert mit einem Sauerrahmeis. Ja. Da habe ich schon Angst vor. Ich sag dir warum, weil ein Sohn isst nämlich wahnsinnig gerne Apfelpfannkuchen. Und wenn der sieht, wie ich den hier zubereiten muss mit dir, darf der nur noch so zubereitet werden. Und das ist da wahrscheinlich ein bisschen komplizierter als meiner zu Hause. Kann das sein? Schauen wir mal, würde ich sagen. Zunächst mal bin ich sehr gespannt, was denn der Horst heute uns zubereiten wird. Ja, ich bin natürlich auch nicht alleine hier, sondern ich habe eine traumhafte Person dabei. Andrea Kiewel, Mensch, Augen wie im Bergsee, ne? Ja. Ich bin jetzt erstmal richtig glücklich, dass ich keinen Stern habe, weil sonst hätte ich dich nicht auf meine Seite bekommen. Wieso nicht? Ja, lass uns über das Essen reden, machen wir nachher weiter mit eine der Flochterei. Eine traumhafte Person, Augen wie ein Bergsee. Boah. Ja, hat dein, sie. Weißt du was, dein Essen schmeckt total gut, du brauchst gar nicht kochen. Dankeschön. Ist alles gut. Ich stell mal ganz kurz vor, was die liebe Andrea macht, aber wir machen es einfacher vom Namen her. Man nennt dich ja auch Kiwi und das ist eine sehr gesunde Frucht mit einer Samtighaut. Herrlich, ja? Ich bin schon wieder am Abschweifen. Sie wird wunderbare Frischkäse-Lauchröllchen machen. Mhm. Dafür einen Teig, ja, kriegst du aber hallo. Mhm. Einen Teig mit schönen Eiern, Mehl, Sahne, den Porree hauchfein schneiden und dann werden wir es ausbacken, mit frischem Parmesan drüber reiben, im Backofen kurz überbacken lassen. Ach, das Kinder, ist die Vorspeise, doch, Traum. Ne? Ja, du darfst direkt anfangen. Ja? Johann, was darf ich dich erstmal, ne? Hallo. Was kochst du denn schön? Ja, ich koche. Und zwar, ich habe hier vorne wunderschöne Schweinefilets, und zwar Schweinefilets, die werden, oder das heißt, es wird erst mal kurz gebraten, und das Ganze wird eingewickelt in einem Röstimantel, und dazu gibt es eine schöne Pilzrahmsoße. Das ist also das, was ich heute mache. Okay? Und Horst, du fängst an, oder? Ja, ich fange an und ich darf euch noch meinen Hauptgang vorstellen. Und zwar werde ich Tante Gerdas Bachforellen machen. Also die sind nicht tatsächlich von ihr, weil die wohnt in der Eifel. Wenn ich die da jetzt geholt hätte, da wäre alles zu spät gewesen um den Fisch. Und die werden, damit ihr das mal seht, wie einfach man Forelle zubereiten kann. Geschuppt ist sie auch schon. Mit Kräutern gefüllt, in Butter gebacken, mit leckeren Kartoffelchen, Salatherzen mit einem Joghurtdressing dazu. Und vorher diese Lauchröllchen aus dieser zarten Hand. Also ich schwöre euch, nach den beiden Gerichten müsst ihr von Johann gar nicht mehr so viel essen. Da ist nämlich ganz sicher. Ja. Kevin, weißt du eigentlich, wie man einen Schiff fischt, ne? Nein, einen Fisch schuppt. Nee, das wollte ich dich gerade fragen. Wer hat denn den geschuppt? Mein Assistent heimlich. Und wie macht man das? Unter fließendem Wasser. Ja. Forelle schuppen. Ja, klar hat eine Forelle schuppen. Sonst wird die doch nass im Wasser. Jeder Fisch hat Schuppen. Und unter fließendem Wasser. Aber muss der wirklich schuppen, jetzt ehrlich? Ja, der hat jetzt keine mehr. Verkehr. Die sind weg, Johann. Also ich habe noch nie eine Forelle geschuppt in meinem Leben. Ich kenne das gar nicht. Gibt's das wirklich? Ja, bei uns in Wutzheim wird das immer so gemacht. Wir sind anständige Menschen. Okay. Ne? Wie, und dann mit dem ganz scharfen Messer so ein bisschen über den Rücken? Ja, unter fließendem Wasser. Okay. Mit der stumpfen Seite des Messers. Mhm. Und dann schön wegschuppen. Ja, dann fliegen die Schüppchen alle Male weg. Mhm. Weil ansonsten ist das ganz blöde beim Essen, wenn man die Schuppen noch zwischen den Zähnchen hat. Mhm. Ja, dafür ist zwar die Zahnseide erfunden, aber auf der Strombruch gibt es die Mitschuppen. Ne? Also ihr könnt die da ruhig Mitschuppen haben. Johann, jetzt weißt du auch, warum ich einen Stern habe. Darf ich ihn dir zeigen? Da bin ich nämlich sehr stolz drauf. Ja. Weil viele Herrschaften haben das gesehen, haben gesagt, Horst, das geht nicht, du kriegst einen Stern von uns. Und habe ich zu verdanken, der lieben Verein Schöpfrupp, ne? Die haben mir nämlich schon einen eigenen Stern geschenkt. Ist ja nicht geil, ne? Ja. Das heißt, hier auf der Seite kann gar nichts mehr schief gehen. Ich muss mir nur wieder den Fingerschiss sauber machen mit dem Fisch. Den kriegst du aber nur fürs Autofahren, nicht fürs Kochen, das sage ich dir. Das Unkraut tun wir weg, oder? Das Unkraut legen wir auf Seite, weil da könnte man noch eine wunderbare Soße von ziehen oder ähnliches. Okay. So ist schön. Einschneiden, die kannst du dann direkt hier in dieses
Pöttchen reintun, weil die müssen noch gewaschen werden. Das heißt, den Porree so fein als möglich schneiden. Der wird nachher in der Pfanne mit einem Tropfen Öl angebraten. Da kommt der Teig drüber. Übrigens wird dieser Teig nicht gewürzt. Da kommt noch nicht mal eine Prise Salz dran, weil der bekommt seine Würze nachher. Durch den Frischkäse, ne? Und durch den Parmesan, den wir drüber reiben. Schön aufgerollt im Backofen. Und wenn man die dann schön seitlich schräg aufschneidet, ist das eine wunderbare Vorspeise. Und ich werde mal anfangen mit dem Fisch, wenn du da was hast. Sehr gerne. Übrigens, darf ich das so sagen? Deine Bluse ist wie ein Soufflé, so herrlich locker, leicht. Ja. Wunderschön. Ja. Da muss ich erst mal einen Schluck drauf trinken. Thomas? Gerne. Ja. Dir auch, mein Lieber. Auf uns. Jetzt fange ich dich schon wieder überquer an zu flochten. Wer kommt bei dir zu Hause eigentlich? So, Thomas, pass auf. Bei dem Pfannkuchenteig müssen wir jetzt mal gucken. Also, stimmt das Rezept das hier? Das alltägliche mache ich. Ja. Mehl, Zucker, Mehl, Zucker, Zitronen, Milch, zwei Eier. Kann ich schimmern, du. Gäste, klingt mal so. Also, wenn Freunde zum Essen kommen, dann suche ich das auch. Vielleicht ist das abgemessen. Weihnachten war gerade, kocht mein Mann. So viel Mehl, ha? Und mir schmeckt die Füllung nie, aber ich tue immer so als ob. Das ist es gibt so Tricks in der Ehe, sagt dein Mann nie, wenn er 4 Stunden in der Küche gestanden hat, es schmeckt nicht. Da kannst du auch gleich ausziehen. Also die Ehe hält. Die Ehe hält. Dreimal Holz. So. Johann, wie fühlt ihr zwei euch jetzt? So, also kommt der Thomas super. Wirklich so anders, wie er heißt? Nein. Thomas macht jetzt hier gerade den Pfannkuchenteig. Er versucht sich das mal alles glatt zu tun. Ich denke, dass irgendwas da nicht stimmt, weil der Teig ist ziemlich fest. Da können wir ja einen Kaiserschmarrn draus backen aus dem Teig. Ja, dann machen wir karamellisierter Kaiserschmarrn. Warte mal, was ist denn da? Da fehlt irgendwas. Nehmen wir eine Stelle von Milch, Wasser. Von mir Wasser da. Milch da? Ich kann das nicht. Ja, doch, zeige ich dir einen. Also irgendwie ist der Teig zu dick, aber wir werden es schon schaffen. An mir liegt es nicht. Aber es ist ganz gut, vielleicht auch für die Zuschauer. Wenn man einen Pfannkuchenteig macht, ja, ist wichtig, dass man erstmal die Zutaten mit wenig Milch glatt rührt. Damit sich besser verbinden, oder? Genau. Wenn man das zu schnell, ja, alles zusammenkippt, dann kriegt man die Klumpen nicht mehr raus. Also was ist drin genau? Mehl, Zucker, dann Zitrone Milch, Eier und jetzt noch flüssige Butter. Die habe ich hier. Die hast du fertig. Das ist ganz wichtig, der Teig ist sehr schön saftig. So. Ja. Jetzt einfach schön glatt drin den Teig. Das ist ein ganz glatter, saftiger, schöner Pfannkuchenteig, ja? Das ist ganz wichtig mit dieser Butter, das habe ich noch nie. Doch, der wird ja ganz zart. Der Pfannkuchenteig, also bei Krebsesett auch, der wird der Teig ganz schön zart. Ja, bei Krebsesett macht man. Und das liegt nur der Geschmack. An der Butter, genau. Wird der Teig nicht so fest und der Teig wird also ganz zart. Super. Her. Ich habe hier Sauerrahm-Eis zubereitet, das heißt, ich habe einfach Sauerrahm. Dann habe ich reingegeben Zucker, Sahne, Vanillezucker, Zitrone unbehandelt und Creme Fraiche. Einfach hier in einen Topf gegeben, das lässt man jetzt leicht glatt rühren, so, dass es leicht warm wird. Der Zucker muss sich auflösen. Dann wird das durch ein Sieb gegossen, das kann ich jetzt hier gleich an der Eismaschine machen. Und dann friere ich dieses Eis jetzt hier nachher in der Eismaschine. Ja, das gibt es nachher zum Pfannkuchen dazu. So, jetzt haben wir hier reingegossen. Sag mal Johann, kann man das Eis eigentlich auch ohne Eismaschine machen? Das ist schwierig, weil man braucht einfach beim Frieren die Bewegung. Wenn man das nur so reingibt. Die Bewegung. Ja, genau. Das heißt also, wenn du das schön im Kühlschrank machen würdest, dann wird es schön dabei bewegen. Oh, trotzdem, ja, ich komme. Das wird ein Klumpen. Eis muss immer schön unter Bewegung frieren. Es gibt aber ein halbgefrorenes. Da hebt man Sahne unter, das wird dann etwas anders gemacht. Aber Creme-Eis muss unter Bewegung gefroren werden. Ja, ich komme wieder. Also ich mache mein Eis ganz anders. Ich setze mich ins Auto, fahre bei uns zu Rezzardini, sage, ich hätte gerne das Eis. Und dann gibt er mir das mit einer schönen Bewegung raus. Ja? Ja, ganz tolles Eis. Das ganze Mehl oder nicht? Nein. Wie viel? Zeig ich dir, kleinen Augenblick. Du köpfst, ich rühre. Ja. Johann, ja. Dankeschön. Übrigens machen wir jetzt auch so eine Art Pfannkuchenteig. Ich habe eben leider nicht zuhören können, aber Thomas, du wirst ja gleich mir nochmal erklären. Ich kann dir assistieren, ich weiß es nicht. Ja? Weil meine Kiwi macht jetzt einen Pfannkuchenteig, da möchte ich doch glatt Ei sein, wie sie das hier schön... Also das Ei schön aufschlagen. Ja, das möchtest du bei dir nicht, das schwöre ich dir. Nein, das sieht auch schon schmerzhaft aus. Es ist eine Nachmittagssendung. Ja, alles klar. So, das Mehl so lange drunter rühren. So, bis du einen festen Teig bekommst. Aber die Sahne kommt ja noch, ne? Die Sahne kommt gleich drunter. Ja. Erst machen wir einen Teig mit Mehl und Ei. Aber wenn Sahne reinkommt, ist natürlich auch noch ein bisschen Bombe, oder? Ja, ich habe übrigens gehört, dass du bei Weight Watcher eine sehr gute Stellung hast. Würde ich weglassen, die Sahne im Moment, ja? Wie viele Punkte hätte das hier? Viele. Weißt du eigentlich, dass ich heimlich von Weight Watcher bezahlt werde? Seitdem ich nämlich offiziell koche, haben die ganz viel Zulauf. Ja. Das glaube ich. So. Also einen schönen festen Teig machen. Ja. Jetzt wird er aber schon richtig fest. Ja, der muss fest werden. Ja. Dann rühren wir den gleich mit der Sahne wieder glatt zu einer sämigen Geschichte. Okay. Ja. Und die Pfanne brennt. Genau, die Pfanne brennt.
So, guck mal. Johann, was machst du mit deinem Fleisch? Würzt du das gar nicht oder sowas? Also ich habe jetzt hier Schweinefilet, weil das Schweinefilet wird nachher im Röstemantel eingewickelt, aber erst muss ich das Schweinefleisch kurz anbraten, damit es also außen eine Kruste bekommt, damit das Fleischsaft nachher nicht ausläuft. Das ist ganz wichtig, ich nehme das für Butterschmalz und wickle jetzt einfach dann das Schweinefleisch, also das heißt, erstmal brate ich es an und später kommt dann rundherum röstig. Ja, Schweinefleisch mal schön küchenfertig und es sollte möglicherweise, wenn es geht, ziemlich gleich dick sein, ansonsten ist nachher das Fleisch ungleichmäßig gar. Ich will das jetzt hier erstmal nur so angebraten, ja. Sonst gar nichts. Ja, aber Johann, die Spitze ist doch viel dünner, dann wird die doch viel garer als da vorne, ne? Wie kriegst du das denn hin? Bring mir mal was bei, ne? Weißt du, was ich da mache? Ja. Die schneide ich vorher ab. Ja. Den Schnittloch machen wir nachher. Ach so, gut. Jetzt hauen wir die Dinger rein. Zeig mir mal den Teig. Wie findest du den? Also ich finde den Teig wunderschön, aber wir können ruhig noch ein bisschen mehr Sahne dazu tun. So. Damit der auch ein bisschen flüssig ist. Ja, schon klar. Ja, so. Es gibt ja inzwischen auch so ein bisschen was Reduziertes. Ja. Dem das zu viel wird. Hast du irgendwas weggenommen hier, Johann? Nur Peter von dir. Das ist die Vorbereitung, ne? Das ist ja das Sensationelle, ne? Gerade bei ihm, der geht ja eine Woche vorher einkaufen, sucht schon das Schwein lebend aus und vergisst dann Pfeffer mitzubringen, weißt du? Unglaublich. So. Also ich muss sagen, den Teig, den meine Kiwi hier gemacht hat... Der ist 1A. Mehr als das. Ja, finde ich mehr als das. Mhm. Alleine dafür kriegen wir das Auto zum Sterben. Ne? Den möchte ich jetzt erstmal sehen, den Teig. Der ist gut, guck der mal. Der Teig ist ein Traum, Johann. Ohne Klumpen. Ohne Klumpen. Mit ganz jetzt? Kleinen... Der ist für unsere Vorspeise, für die Röllchen. Für die Lauchröllchen, ja. Der Löffel... Was willst du mit einem Löffel Wer mit Löffel kocht, ist feige. Hör auf. Jetzt kommen wir, pass auf. Das ist nur Mehl, Eier und Sahne. Ja. Hat er den probiert? Ja. Gesicht verzogen. Also, da schmeckt ja unser Pfannkuchenteig dagegen klasse. So, wir gehen jetzt euren probieren. Wo hast du Löffel? Wo ist denn dein Pfannkuchenteig? Der hat sogar so Wolle. Den habe ich da hingestellt. Das hier? Ja. Guck mal. Guck mal hier, das wird jetzt braun, das ist aber nicht... Dunkler werden? Dunkler, wie die dunkel? Genau, jetzt müssen wir mal wichtig was den Zuschauern zeigen. Karamellsoße, ganz wichtig. Gibt es hier so in der Flasche zu kaufen? Nix. Was? Nix. Was? Nix. Jetzt sag nichts Falsches. Also für ein Teil, also da du Dinge, Wahnsinn, aber Johann, ja. Scheiße, der ist ja Hallo. Vollkommen hier. Rot. Ja, also hier, wichtig. Hier zusammen. Karamellsoße, muss man mal zeigen. So muss der Karamell jetzt sein. Guck mal, das ist die richtige Farbe. Nicht zu dunkel. Und jetzt sofort die Sahne rein. So, und jetzt aufpassen und nicht mit dem Finger reinfassen, sondern einfach jetzt köcheln lassen und dann langsam bei geringer Hitze sämig einkochen lassen. Es gibt jetzt eine richtig schöne Karamellsoße. Wenn der zu dunkel ist, der Zucker, wird die Soße bitter. Siehst du hier? Es gibt eine richtige schöne... Und will umrühren jetzt. So. So, Horst, was machst du da jetzt, Horst? Super toll, ne? Was machst du da? Also, wir haben jetzt den ersten Pfannkuchen, hat die Kiwi gemacht. Ja. Beobachtet ihn, wird den gleich werfen. Und ich bin gerade die Forellen am Füllen mit frischen Kräutern, weil sowas hatte Johann ja noch nie gesehen. Weil ihr wundert euch ja immer drüber, wie kann ein Fisch so lecker schmecken, wie er im Fernsehen aussieht. Ja? Und der wird schmecken, es wird ein Traum werden. Ich werde nämlich nicht die Kräuter mit in der Pfanne anbraten, weil da hätte ich zu viel Angst vor, dass mir die Kräuter in der Pfanne verbrennen. Sondern ich habe einen Trick. Die frischen Kräuter alle Male in die Forelle rein. Und jetzt kommt etwas, was auch Weightwatcher wieder begeistern wird. Wir werden ordentlich Butter in die Forelle schmieren. Ein Teelöffel, zwei Punkte. Ein Teelöffel, zwei Punkte. Dann hat hier eine Tag Forelle. Darf ich 21 Punkte. Essen? Nee, das sind etwa 210, wenn du damit fertig bist. Das reicht für eine Woche. Also du spielst auch gerne 17.04 mit den ganzen Zahlen. Da. Ja, so ein bisschen. Was haben wir falsch gemacht, wenn unser Crepe hier so auseinanderbröselt, Schatz? Der Teig ist falsch. Der Teig ist perfekt. Der schmeckt guck mal hier. So, oh, guck mal hier, ist der schön. Ja. So, machst du hier bitte die Spaghetti. Ne? Da kann man stolz drauf sein. Der Kiwi, du hast Werfen. Alles perfekt gemacht. Ja, ich trau mich. Weil dieser Teig muss locker und leicht fluffy sein. Fluffy, okay. Ja, fluffy. Wann kommen denn die legendären Schnittlauchröllchen?
Die werden wir gleich drüber streuen. Ja, bitte, Johann. Das ist ja so ausgefranst. Was hast du denn da wieder für eine Maschine? Ja. Das ist, weißt du, die arbeiten ja mit allen Gerätschaften dieser Welt. Ja, wir machen hier Spaghetti. Kartoffelspaghetti. Ja, Kartoffelspaghetti hier. Oh, guck dir das an. Aber wenn wir... Oh! Ja. Ja, so. Das kann man auch... Ja, was soll das? Das kann man auch als Extension kleben, Würmer. Ich will endlich mal einem Rheinländer zeigen, wie man richtig Reibekuchen machen kann, verstehst du? Guck mal, wenn er endlich Locken das haben will... Aber Johann, schau dir das an. Du hast mich jetzt das erste Mal wirklich verletzt. Ja. Ja? Weißt du, wenn wir so Maschinen hier auf unserer Seite hätten, was meinst du, was wir machen würden? Du hast mich, ich bin aus dem Osten, ich bin mehr wert als jede Maschine, komm. Ja, das stimmt. Du bist halt richtig Maschinchen, ne? Teller brauchen wir. Teller und dann zudecken, dass er nicht kalt wird. Wie viel müssen wir denn machen? Hör mal, wenn wir für jeden so lange brauchen wie für den ersten. 400 Stück, würde ich sagen. Soll ich den schon verteilen? Einfach hier drauf. Nein, wir sind ja noch nicht fertig. Ach so, verstehe. So, du machst jetzt direkt den nächsten. Ja. So. Und dann legen wir die alle Male wieder hier drauf, stellen die hier hinten hin und dann werden wir die gleich erst rollen. Ja. Weil wenn ich mich jetzt nicht um den Fisch kümmere, dann hat Johann recht und ich werde nicht fertig. So. Das kennen wir doch mittlerweile, dass du nicht fertig bist. Johann, was macht man eigentlich, wenn man so eine Maschine nicht zu Hause hat und möchte die machen? Gefragt. Ja, hast du schon gerade. Ja, habe ich gerade gesagt. Dann machen wir das aber dann hat Nudeln. Dann greift man, aber dann wird es nicht so schön. Nee, dann wären es kleine Brocken oder man kauft sich einfach Nudeln. Brocken? Nein, so kleine Stifte werden das. Ja, so. Stiftchen. Dann sind es aber keine Spaghetti mehr. Man kann auch nur mit einem guten Auto Formel 1 fahren. Verstehst du? Das ist auch in der Küche, beim Kochen. Aber das heißt, ich brauche all diese... Aber dann hätten jahrhundertelang die Menschen ja gar nicht gut gekocht, Johann. Weil da gab es ja die schönen Maschinen noch gar nicht. Das sah nicht so gut aus. Lecker war's. Deine Mutter ist doch hübsch, sei ehrlich. Also, wir machen jetzt aus diesen Kartoffelspaghetti jetzt Folgendes. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die Kartoffeln, wenn man sie so schneidet, verlieren überhaupt kein Wasser. Alle Inhaltsstoffe bleiben drinnen und dadurch gibt es ein super Rösti. Man braucht nichts außer Speck, Zwiebel, Butterschmalz. Das kommt hier einfach auf das Angebratene drauf, kommen diese Engelshaare. Guck mal hier. So. Drauf damit. Noch mehr. Ja, ich komme. Und dann machen wir jetzt ein schönes gebratenes Rösti und dann wickeln wir in die Rösti das Schweinefilet ein. Aber das darf doch nicht, wenn das so fest wird, dann kannst du nicht mehr wickeln, oder? Doch, das bricht nicht. Das ist so elastisch durch diese Fäden. Das ist nicht so steif. Ein Rösti. Ein Rösti. Das wird ein Rösti. Dann gehen wir das Schweinefilet, wickeln das da drin ein und dann tun wir es in den Ofen schieben. So. Lieber Horst. Ja, bitte. Er hat schon lange bewiesen, dass er ein exzellenter Koch ist und manche Dinge besser kann wie wir. Ja. Er steht nämlich im Guinness Buch der Rekorde und er kann, ich glaube, unter eine Minute Eiweiß aufschlagen. Ja. 45 Sekunden. Dann. 45 Sekunden. Wer? Da möchte ich sehen. Ja. War Zufall. Wie kam das zustande? Es gab mal eine Sendung, die beschäftigt sich mit Rekorden. Ja. Und da war ich auch eingeladen und man wollte was Witziges haben und ich habe dann Eiweiß. Sie haben mir Eiweiß hingestellt und gesagt, guck mal, wie lange du brauchst. Und ich habe eben gekloppt wie ein Wahnsinniger und das waren 45 Sekunden. War schneller wie eine Maschine. Und das seitdem steht das. Und das möchte ich jetzt sehen. 45 Sekunden. Nee. Das möchte ich jetzt sehen. Das müssen wir es sehen. Es können noch eine Minute 45 gewesen. Bibi? Na. Wo ist der Schneebesen? Wo ist der Schneebesen? Wir treten an gegen euch. Moment. Damit lassen wir uns nicht bieten. Ich habe für die Kiwi auch alles vorbereitet. Ja, genau, hier. Schmeiß erst mal das Teil hier noch Kiwi. Mal schnell. Kiwi, ich gucke da mal, kümmere ich mich drum. Ich will jetzt hier sehen, euch beide hier in der Mitte, ja? Meins kann nicht werden, da ist was drin. Ich würde sagen, ist ein bisschen Salz. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Hast du ein bisschen Salz drin? Salz kannst du haben. Wer zählt von euch mit? Eine Prise, bitte. So. Also ich würde sagen, auf die Plätze. Kiwi, was machen die mit uns? Fertig, Eiweiß, los. Oh. Thomas, gib Vollgas. Fertig. Ja, Vollgas. Ja, schneller. Ist noch nicht so weit. 25 Sekunden. Gib Vollgas. Fertig. Ja, weiter. 40. Über dem Kopf. Das kann ich. 45. Ich das jetzt. Wo hast du meinen Braunen hingetan? Weg. Warum? Mach einen neuen. Hey! Wahnsinn! Da kommt zwei! Tut nicht weinen.
Es waren 38 Sekunden, neuer Rekord. Ja. Also eins muss man sagen. Das könnte doch sein. Aber jetzt könnt ihr auch sagen, was ihr wollt. War ein geiler Trick von mir, da die Mama. Siehst du, das waren 8 Stunden zu viel zu tröstlich. Normal machen. Johann, nicht schlimm. Komm, ist doch nicht schlimm. Johann, ist nicht schlimm. Neue Kartoffeln, bitte neue Kartoffeln. Ja, ich kann das jetzt. Johann, ich bin übrigens fertig. Wir können anrichten. So, darf ich euch mal ganz kurz meinen Fisch vorstellen, weil ich habe in der Zwischenzeit hervorragend aufgepasst. Der Fisch ist wunderbar in der Pfanne, bei relativ hoher Temperatur von einer Seite ganz kurz angebraten worden, damit er hier oben drauf eine schöne Bräunung bekommt. Jetzt könnt ihr sehen, wie die Butter ganz langsam aus dem Fisch rausläuft. Kann das die Kamera sehen? Ja. Hier vorne rausläuft. Die Kräuter geben jetzt den Geschmack in den Fisch rein ab. Das heißt, dieser Fisch wird so saftig werden. Hat schon ganz weiße Augen vor Glück, guck mal. Das heißt, Forellebraten ist sehr, sehr einfach. Ihr müsst euch da gar keine Gedanken zu Hause machen. Die Kräuter schön rein, mit ein bisschen Butter zuschmieren, damit der Geschmack wirklich von innen in das Fischfleisch reingeht. Kurz von einer Seite anbraten, mit Löffelchen vorsichtig wenden. Kleinstellen die Temperatur, damit die Butter langsam rausläuft und in den Fisch reingeht. Das heißt, das kann man jetzt bei ganz kleiner Temperatur auf Seite stehen lassen. Fisch kann nichts mehr mit passieren. Johann, lass mich doch. Wenn ich einmal am Reden bin, möchte ich auch weiterreden. Jetzt krieg ich einmal... Du lässt den schon wieder so komisch werden. Du musst Johann nicht alles der nachmachen. Der geht gerade noch. Ja. Der geht gerade noch. Röstaromen. Das sind schöne Röstaromen. Ja. Geh auf deine Seite. Wir machen dir alles nach. Das ist unglaublich. Mein Fleisch hat sich schon mal in den Ofen geschoben, mit zwei Winter. Das ist jetzt hier ein Problem. Das heißt, du wirst nicht fertig werden heute. Ich habe in 20 Minuten genau ein so ein Ding geschafft. Ja, ja, aber der ist besonders schön. Ja. So, jetzt werde ich mich ein klein wenig um die Salatsoße kümmern. Mach das. Der müsste auch fast fertig sein. Vielleicht legst du den daneben, nicht direkt drauf. Ich weiß was, ich drehe den um, dann sieht man das Schöne von, weißt du, und das andere nicht. Ja. Sehr gute Gell? Idee. Sehr gute Idee. Komm, wir haben Glück, Kartoffeln jetzt. Genug. Ist genug? So, möchtest du... Also, wenn wir nachher verteilen, sagen Sie, Sie wollen den nicht. Der ist beschissen. Soll ich hier immer weitermachen, Schatz? Ja, wir verteilen hier aber auch nicht, weil da machen nur Kernos-Köche. Wir sind autark. Wir verteilen gar nicht? Nein, wir essen selber und die müssen zugucken. Sind ja alle schon. Gemein, oder? Naja, gut, so ein kleines Häppchen vielleicht, aber nach der Sendung. Ich glaube, der Horst hat auch als Kind keine Freunde, so wie er ist. Also. Bis vor wenigen Augenblicken dachte ich noch, wir zwei harmonieren. Total. So wie Johann immer sagt, wir gehen einer Liaison ein. Wir halten einen Dialog, okay. Wir beide. So, die Forelle ist eigentlich fertig, wenn ich euch das ganz kurz nochmal hier zeigen darf. Von beiden Seiten nur wenige Minuten anbraten, mit der Butter ein bisschen bräunen lassen, fertig. Die kommt jetzt auf ein Backblech und ich stelle sie bei 90 Grad warm, damit ihr nichts mehr passieren kann. Vielleicht ein klein wenig Folie drüber, falls ihr Angst habt, dass sie austrocknet. Jetzt werde ich den Salat machen, ein Salatsauce mit Joghurtdressing, Zitrone, rucki zucki und dann werden wir deine Röllekes alle fertig machen. Ja. Klar. Johann, was macht der anders bei dir anders? Was macht der Thomas bei dir jetzt? Also wir machen jetzt hier ein erneut schönes Rösti, ein zweites, weil das erste war so besonders schön, haben wir jetzt Neues angesetzt hier. Ach, und wir machen als nächstes eine Pilzrahmsoße. Haben hier Pilze und zwar einmal Auslandpilze, ein wunderbarer Pilz, sollte man wirklich öfter kaufen, ist ein ganz toller Pilz, der aus meiner Sicht auch gut zu braten ist. Dann haben wir hier kleine Steinchampions und die braunen Champions und wir haben hier so... Wie heißt nochmal schnell die Schafspilze? Schafspilze. Ja, Schafspilze, genau. Das ist Schafspilze, eindeutig. Und die braten jetzt hier alle an, ja? Erstmal nur in heißem Butterschmalz, die Pilze. Sag mal, warum nimmst du eigentlich Butterschmalz? Das, warum, ich würde das sowas nur Olivenöl machen. Ist das irgendwie, nee, also Butterschmalz hat ein, für mich, für die Pilze einen besseren Geschmack und gibt natürlich dann hier auch die Möglichkeit, dass die Pilze schön heiß angebraten werden können. Das ist bei Butterschmalz, kann man, genau, kann man hier schön heiß machen. Wir sind jetzt zu viert. Ja, wir machen aber nur zwei. Also, gerade für so eine Pilzsoße sollte man verschiedene Pilze nehmen, was gut zusammen was ist hier, diese Champignon. Man kann aber auch andere nehmen. Ne? Außerpilze, genau. Shiitake-Pilze sind auch sehr gut. Die müssen allerdings jetzt erst alle angebraten werden. Soll ich jetzt mal den Schnittlauch schneiden? So. Das ist eine tolle Idee. Ich würde zum Beispiel...
hier keine Steinpilze drunter geben, weil die Steinpilze einfach den Geschmack verlieren. Was man machen kann, man kann so ein bisschen Steinpilzmehl gemahlen drunter machen, damit die Soße noch etwas intensiver. Gibt es auch Steinpilzmehl? So. Also Pilze kann man jetzt ja auch immer kaufen eigentlich. Man darf sie nur nicht waschen. Man muss sie mit dem Tuch abreiben und im Pinsel abpinseln, ja, damit die also schön. Ja, aber manchmal sind Pfifferlinge ja sowas von dreckig. Ja, aber nicht waschen. Nicht waschen. Dann sind sie sofort so aufgesaugt mit Wasser. Das schmeckt nicht. Ja, aber lieber Dreck essen. Ja? So, dann machst du einen Mit Weg machen. Gut. Und werden wir es dann nicht kaufen? Also ich würde sagen, so nur abreiben. Das schmeckt nicht. Okay. So, mein Rösti wird nichts mehr. Dazu geben wir jetzt etwas Knoblauch zu den Pilzen. Ganz kleine Würfel. Und die geben auch dazu Schalottenwürfel. Johann, wenn du sehen möchtest, wie man mal Schnittlauch vom Feinsten fein schneidet, ja, dann solltest du jetzt hier gucken kommen, was meine Kiwi geschnitten hat. Das ist so fein geschnitten, der Schnittlauch. Also das, guck dir das mal an. Warte, ich komme. Kann das winzig klein, ja. Johann. Kiwi, möchtest du noch einmal dem Johann zeigen, wie du das gemacht hast? Lieber nicht. Bitte. Hat sie das komm, einmal. Hat sie geschnitten? So ganz hart. Ja, ja. Die habe ich geschnitten, die groben Rumpel da. Und? Kiwi, komm mal her. Und? Ist gut, gell? Staunst guck mal, so klein gibt es die noch nicht mal aus der Tube zu kaufen. Scheiße. Ja, da merkt man, Frauen haben so ein Feingefühl. Seit wann gibt es Schnittlauch aus der Tube? Bitte? Seit wann gibt es Schnittlauch aus der Tube? Ja, so gibt es ja auch Mayonnaise. Warum soll es kein Schnittlauch geben? Zwiebeln, alles gibt es aus Tuben. Guck mal, Horst, so, ne? Einfach wie so ein Butterbrot bestreichen. Oder schreibst du jetzt was falsch? Jetzt versaue ich auch noch die drei Einzelnen, die wir haben. Nein, ich würde sagen, genau so hätte ich es gerne. Gut. Gehabt. Ist doch super, sehr oder? Sehr schön machst du das, ja? Ist das verpönt, wenn man da mal jetzt kostet schon? Ja, was machst du eigentlich, wenn dir so was im Restaurant passiert? Wegwerfen. Jetzt ganz ehrlich, jetzt mal so, als wenn wir zwei hier alleine wären. Lecker. Was ich da machen würde? Ja, ganz ehrlich. Passiert dir jetzt im Restaurant, du stehst da, du gibst dir richtig Mühe, so wie immer. Du schmeißt das weg und dann ist der gleich zum Kellner sagt dem Gast, du hast die Bestellung falsch aufgenommen. Oh, kommst du mal, Johann? Kommst du mal. Nichts dran. Da ist noch kein Gewürz dran, Johann. Jetzt sag nichts. Da ist doch schon lecker. Man kann's essen. Das will von ihm schon was heißen. Ja, ist so, ne? Das hat er bei mir noch nie gesagt. Oh, Armer. Ja, da ist er aber so. So, jetzt rollen wir die zusammen. Was hast du denn da jetzt gemacht? Ich mache gerade die Salatsoße. Ach so, das heißt, hat mit mir nichts Joghurt zu tun. Nein. Und rolle ich die jetzt zusammen mit Schnittlauch innen drin oder Schnittlauch oben drauf? Jetzt da drüber, weil sonst buchtelt der ja runter. Und wie kriege ich den da rüber, Schatz? Ja, zeige ich dir. Du nimmst dir so drei Fingerchen, hältst die Hand drunter, verstreust schön den Schnittlauch. Guck mal, das Auge isst ja mit, oder? Ja, das sieht man nur nachher nicht mehr, weil wir die ja zusammenrollen. Manno! So, dann buchtelst du das. Warte noch nicht, warte. Ja, ich warte. Boah, jetzt weiß ich, warum ich zweimal geschieden bin. Wieso? Ja, dieses Warte. Ja, pass mal auf, jetzt kommt mir irgendwie bekannt nein, vor. Nein. Ja? Jetzt gebe ich dir mal einen Tipp. Ja? Ja? Nee, das ist nicht schön. Jetzt gebe ich dir mal einen Tipp aus der Welt der Frauen. Manchmal ist es für Männer sehr sinnvoll zu warten, weil wenn ein Mann immer zu schnell fertig ist, ist es auch nicht schön. Also. Ich wechsle das Thema, kurz die Salatsoße. Ja. Jetzt rollen? Weil die muss schnell sein. Rollen? Rollen. Weißt du, ich habe das Gefühl. Siehst du, du kommst nicht zu Wort. Merkst du das? Das ist wie zu Hause. Ne? Du kommst nicht zu Wort. Ich werde jetzt gleich. Johann, frag mich doch mal, wie ich die Salatsoße mache, damit ich was sagen darf. Nee, pass auf, ich zeige jetzt was. Ich zeige jetzt, wie man das Rösti einwickelt. Ja, das ist. Willst du das sehen? Das will ich sehen. Jetzt sieht man ja das Schwarze doch. Nee, hör auf, lass es weg jetzt. Ich will nur mal da gucken, ne? Weil da ist ja ziemlich schön braun von unten, ne? Jetzt hör doch mal auf, Mensch, du blöd Mann. Ich mag's knusprig, ja? Mit dem Käse bestreuen. Ja, im Prinzip sieht sein Rösti von unten so aus, wie das hier von außen. Und ist in Ordnung. Ich habe das Rösti jetzt erstmal schön braun gebraten. Habe das gleich, weil es sonst nicht mehr fertig wird, kurz mal im Ofen vorgegart. Habe jetzt den Rösti auf der einen Seite fertig gebraten. So, habe ich es vergessen. Ich bin hier heute irgendwie neben der Spur. Senf drauf. Ein guter Tipp ist, dass man vorher die Schutzhülle abmacht.
dachte, es sei mal was Neumodisches, was da so rausbrennt. So. Also schön mittelscharfen Senf drauf. Ja, so rot. Da mache ich drauf ein paar Semmelbrösel. Warum? Damit es besser klebt. Ach so. Gut. So. Ja, das Fleisch war jetzt ungefähr so, wie lange war es in den Ofen? 5 bis 10 Minuten. Ah. So. Wenn es Johnny nach einer langen Autofahrt in den Bergen sehr schlecht geht, dann sieht das auch so aus. Jetzt bitte, jetzt hör doch mal auf, jetzt guck dir mal, ist doch schönes Rösti da, Mensch. Also jetzt seid ihr alle krank oder? Also, jetzt mal bitte, ohne Witz, guck mal jetzt bitte, das Publikum soll entscheiden. Total schön. Was? Also. Magst du mal gucken auf unsere Kartoffeln? Ja. Gut, längst, gell? Ja. Und der Horst hat mir beigebracht, Speck muss immer schön kross gebraten sein, verstehst du? Guck mal hier. Thomas, wie weit bist du eigentlich mit deiner Nachspeise? Ich sehe immer noch rohe Äpfel. Ja, die werden ja ganz schnell gar, Horst. Mach dir keine Gedanken. Ja. Das ist ja der Pfannkuchenteig, schmeckt ja sehr lecker. Ja, der ist übrigens wirklich sehr lecker. Der Pfannkuchenteig ist so, wie früher bei meiner Mutter, wenn die Kuchen gebacken hat. Da hat man den Teig roh wesentlich lieber gegessen, wie nachher den fertigen Kuchen. Ne? Ist ja, das nicht wahr? Mal ab. Oh. Und genau so hat Johann diesen Teig gemacht, vielmehr der Thomas. Jetzt warte mal, wir werden gleich fertig sein. Bist du gleich fertig? Ich bin schon fertig. Ich warte nur noch auf dich. So, machen wir einen Pfannkuchen. Wie weit sind denn Äpfel? Ja. Okay, warte mal, morgen setzen wir hier rein. Soll ich dir mal eins als Tipp geben? Wenn man so wie ich und auch du während des Kochens schon so viel nascht, ja, dann ist es ja nicht gut für die Figur und außerdem ist man hinterher im Prinzip schon satt. Ich frage mich nur, wer während des Kochens. Dann ist dieser Mund ganz sauber, ein ganz frisches Gefühl und dann will man gar nicht mehr so viel naschen. Also bis zur Hälfte während des Kochens. Johann, was macht? Da musst du sehen, wie Johann das macht. Das ist sensationell. Ja, wunderschön, Johann. Ja, wir haben jetzt auch einfach eine Dreiviertelstunde nur für die Vorspeise. Ja, ja. Wir machen jetzt Folgendes. Wir legen also hier jetzt die Äpfelscheiben da so rein. Unten mit der Schale, ganz dünn geschnitten. Er bespricht ja auch jede Scheibe, bevor er sie da reinlegt. Ja, ich meine. Guck mal. Jetzt noch liebe die Äpfelscheiben. Parmigiano. Ja. So, schön reinlegen hier. Weißt du, ein bisschen... Ja, das reicht schon fast, ne? Wird schon reichen, genau. Natürlich, wenn ihr die gleichmäßige Schnitte hast, ja, das ist besser. Deswegen war mein Lauch natürlich ein bisschen improvisiert. Geht schon. Ja, aber dafür war dein Lauch... Ganz wenig Fett nur. So, sonst wieder Pfannkuchen zu Fett. So, jetzt machst du hier drauf mit der Sahne, wenn es geht. Auf die Pilze. Komplett? Ja, genau. Die ganze Sahne oder... Nein, nur die Hälfte. Wollt das was bisher? Was, ja, wieder Pfannkuchen. So, wo ist denn der Pfannkuchenteig jetzt, Thomas? Und wie geht's unseren Dingern? Pfannkuchenteig. Sehr gut. Hast du Butterschmalz noch da? Butterschmalz nicht, ja? Johann, für dich würde ich Butterschmalz kloppen, wenn ich hätte. Ja, Öl? Nee, lass bleiben. Gut. Sag mal, warum klingt das nicht? Später. Horst, das klingt. So. Das überbackt gar nicht. Okay, jetzt mal schön anbraten hier die Äpfel. Und dann gibt man da oben drauf den Pfannkuchenteig. Was ist das denn? Jetzt weiß ich, wo die Deko vom Fernsehgarten im Winter ist. Guckt's euch an. Ja. Bei Horst auf dem Teller. Was? Meinen wir, das kommen wir hier an? So, genau. Wo haben wir denn unser Geflügel vor? Weißwein? Damit dekorieren wir den ganzen Lärschenbärsch, mein Lieber. Den Lärschenbärsch? Den Lärschenbärsch. So, die Pilze werden jetzt schön gekocht mit ein bisschen Sahne, mit Geflügelfond. Ja, schön. Dann kannst du gleich mal würzen mit Muskatnuss, Thymian, Salz und Pfeffer, bitte, Thomas. Weißt du was, Johann? Bis dahin schaffe ich es ja auch immer. Wo? Den Panko? Nee, mit der Soße. Aber wie kriegt man die denn, dass die so ein bisschen sämig wird? Einkochen lassen. Machen wir gleich. Einfach vergessen am Ofen. Wie So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Vorgang. Ja, jetzt muss man den Pfannkuchenteig hier oben drüber kippen. Ja, mache ich auch so. Magst du auch so? Nee, den kannst du ja nicht separat braten, dann ist er ja blöde. Was? Seit wann kannst du Pfannkuchen backen? Das haben wir gerade gemacht. Versucht habt ihr es. 3 sind uns gelungen, Schatz. Worin brätst du die Äpfel an? Butterschmalz? Schatz. Ja. Okay. So. Komm, jetzt schauen wir mal, gell? Dann nehmen wir mal, was das für ein Pfannkuchen reinkehrt hier. Wenn der nichts wird, gehe ich sofort nach Hause. Sag ich mal. Auf der Stelle. Da hau ich jetzt sofort ab hier, du. Wenn der nichts wird, nachdem der Rösti schon verbrannt ist, könnt ihr mich vergessen heute. Da oben fängt er schon wieder an zu qualmen. Hör auf jetzt. Sag nichts Falsches. Ich bin sehr gespannt, Johann. Ja?
Ich vergesse glatt mal kurzfristig mein Essen. Du schaffst es, Johann. Aber wir... Ja, aber guck mal, ist ja immer noch dünn, die Soße. Ja, lass mal, ich bin Zeit. So, Johann, Pfannkuchen, Johann, schaffst das? Seid ihr schon fertig, oder was? Ja, wir passen nur auf deinen Pfannkuchen. Ihr langweilt euch schon. Ja. Kitty, wenn du doch in einem Gourmet-Restaurant bist, das dauert ja deshalb so lange. Mhm. Sonst könntest du direkt so irgendwie... Ja, für uns die Gelegenheit, mal zuzugucken. Mhm. Also ich kann doch nicht versprechen, dass du jetzt hier... Doch, das wird. Johann, ich hätte einen Anruf zu tätigen. Sollen wir noch lange warten oder... Ich möchte schon sehen, wie du ihn schmeißt. Er schmeißt, das bin ich nämlich auch gespannt. Ruf bitte jemand an, der soll mir erklären, wie ich da jetzt weitermachen soll. Na gut. So, wenn ich jetzt noch den Namen wüsste von dem Herrn, ich habe die Nummer aus. Was? Anrufen, was? Ja, weißt du, wer schon so heißt? Ja, der heißt Stöckelhuber. Thomas Stöckelhuber, grüß Gott. Ja, schönen guten Abend, Herr Stöckelhuber. Horst Lichter am Telefon. Grüß Gott, Herr Lichter. Was haben Sie für eine Frage an uns? Ich habe eine Frage und zwar zum Thema Soßen, denn die Soße macht meines Erachtens den wirklich guten Koch ja aus. Ja, stimmt. Und da fehlt mir gerade bei den dunklen Soßen so noch der letzte Schliff für ein optimales Ergebnis. Haben Sie da einen Tipp oder einen Tipp oder ein spezielles Gewürz? Also es ist ja nicht ein Gewürz, sondern wenn, dann sind es ganz viele Gewürze, die eine Soße ausmachen. Aber das Wichtigste ist bei einer Soße, damit sie einen richtig sämig wird, ist das Einreduzieren lassen. Genau. Das heißt, wenn Sie Fleisch anbraten, haben Sie Röstaromen. Das Gemüse mit rein, wieder anbraten. Ein bisschen tue ich zumindest Tomatenmark mit rein, dann kriegt sie eine schöne Färbung nachher. Ich koche meine braunen Soßen generell dann mit Rotwein und lasse sie einreduzieren. Dann wird sie passiert und dann sieht sie ganz anders aus, wie zum Beispiel von einem Sternekollege Pilzsößchen. Ja? Aber ich gebe Ihnen den Herrn Lafer noch mal ganz kurz, weil der kann eine Pilzsoße, da werden Sie keine braune mehr wollen. Ja? Tschüss, Herr Stöckelhuber. Moment. Hallo? Ja, Herr Lafer, grüß Gott. Grüße Sie, hallo. Also im Prinzip ist so, dass was der Horst gesagt hat, ist richtig. Danke, Johann. Wichtig ist bei einer Soße generell, dass man nicht wie früher das mit einer Mehlschwitze macht, sondern einfach dieses einkochen lässt. Und wenn es ein bisschen zu hell geworden ist, dann würde ich sagen, einfach ein bisschen Sojasauce dazugeben. Das hilft auch unwahrscheinlich, dass die Soße eine schöne Glanz bekommt. Ja, okay, das ist doch ein guter Tipp. Dankeschön. Okay, schönen Abend noch, ja? Danke, Nachmittag. Ihnen auch. Wiederhören. So, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. So, jetzt, schau mal her, es kommt mein Trick, wie man den Pfannkuchen umdreht. Schau her. Och, das kann doch jedes Kind, Johann. Okay, also, ich würde sagen, ihr zählt mit. Eins, zwei. Oh. Der sieht leider lecker aus. Ja! Geht so. Geht so. Hier, guck mal, einmal noch für die Kamera. Komm mal zu mir bitte, komm. Ist schon schön, ne? Also, da könnt ihr mal sagen, es ist ein Apfelpfannkuchen jetzt. Wobei ja? ich mir sicher bin, dass der Thomas den noch schöner gemacht hätte. Ah, nicht so ganz. So, jetzt brauchen wir noch Eis dazu, Thomas. Die hole ich jetzt, die Kugel Eis. Kiwi, wie hast du den Tisch gedeckt für heute? Weil, wenn wir schon so ein traumhaftes... Sehr schlicht. Und wegen des strengen Winters mit Frühlingsblumen. Wegen dem strengen Winter. Ja. Weißt du, was ich übrigens schön finde? Nächstes Jahr Weihnachten werden wir uns wahrscheinlich alle treffen, hier an der Alster zum Grillen, weißt du, wenn das Wetter so bleibt. Ja. Ne? Da werden wir diese schönen Forellen grillen. Also ich habe mich, glaube ich, für Schokobraun mit Weiß entschieden. Schokobraun mit Weiß, warum? Weil ich das gerne mag, die Farbkombination. So verheißungsvoll. Ist die nicht verheißungsvoll? Schokobraun ist verheißungsvoll? So, Thomas. Dann wäre es schön, wenn du mir das auch mal zeigen würdest. Magst du den Tisch fertig machen? Gefällt dir das bis hierhin? Nein, Thomas, ich meine das hier. Mein Tisch. Da ist es wunderschön. Ja, dann geh mal einen Tisch holen, damit wir hier vorwärts kommen. Weil ich bin eigentlich fertig. Johann, seine Küche wird ja heute doch nicht mehr. Ich kriege gleich an jetzt. Wie weit bist du denn, Johann? So, jetzt kommt mein Schweinefilet, wird jetzt fertig gemacht. Indem ich erstmal, das muss ich jetzt kurz rausholen, erstmal brauche ich noch Schlagsahne für die Soße. Und jetzt kann man hier sehen, die Soße ist sehr schön sämig geworden, die Pilzrahmsoße. Jetzt mache ich Schlagsahne rein.
Streichhölzer. Und ich mache rein etwas gehackte Petersilie. So, und jetzt habe ich hier eine richtige schöne, sämige Pilzsamensoße. Guck mal. So, Leute. Ich würde sagen, das ist eine gute Beilage für ein schönes Schweinefilet im Röstimantel. Jetzt wollen wir das Schweinefilet mal rausholen, das war ja nur ungefähr 10 Minuten jetzt drinnen. Ich möchte dir ja nicht die Show stehlen, aber wenn ich das mal zeigen durfte hier... Was? Ist auch schön. Ist das nicht zum Verlieben? So, und wenn... Meine Oma hat immer gesagt, lieber mit 70 geplatzt, als mit 80 vertrocknet. Also. Danke. So, jetzt schneide ich das Schweinefilet auf. Guck mal. Thomas, ja. Guck mal zu. So, und jetzt hoffe ich auf einen Applaus vom Zugpublikum. Guck mal. Ja! Thomas, dann dich aufhören, bitte. Horst? Hast du aber schon mal gesehen in deinem Leben? Was denn? Hier, guck mal, wie toll das aussieht. Das sieht sehr schön aus. Ich habe das schon mal gesehen in einer Zeitschrift. Da hat das jemand gekocht, der hieß Laffers. Der sah dir zum Verwechseln ähnlich, der Kerl. Sehr gut aussehender Mann. Weißt du, was ich schön finde? Dass ich mich jetzt endlich mal bücke, so wie du beim Kochen, weißt du? Merkst du, guck mal hier, wie wir zwei jetzt hier am Bücken sind. Ah, guck mal hin hier. Das habe ich vom Johann gelernt. Okay, passt so. So. Jetzt hole ich das Eis und meine Pfannkuchen fertig. Ich bin fertig. Den Tisch stellen, ja. Oder? Ich würde sagen, liebe Kiwi, ja, wir beide laden den Thomas ein. Wie, wir müssen jetzt deren Essen essen? Nein, die kriegen es ja nicht fertig, deswegen laden wir ihn ja ein. Unverschämt. So, hier sind auch die Röllekes. Ja. Da keiner darf kosten. Bitte schön. Darf ich dich hier bitten? Ich da vorne? Ja, bitte schön. Ich rück den auch ran. Ich habe das gelernt. Ich durfte einmal. Dankeschön. Guck mal hier, Horst, bitte. Das musst du einmal noch sehen hier. Guck mal. Ja, ich sehe ja. Jetzt muss man den Zuschauer noch mal zeigen. Guck mal. Hier, guck mal, da ist die Kamera hinter dir. Guck mal. Guck mal. Ja! Ja? Ja, lecker. So sieht übrigens eine richtig gebundene Bratensoße aus. Ja. Johann, setz dich. Wir sind durch. Wir sind durch. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute mal gemeinsam ein wirklich traumhaft schönes Essen hinbekommen haben. Ja. Durch Johann seine kleinen Lappalien kann man viel lernen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ihr habt Fragen, gar kein Thema. Ihr könnt nachfragen unter, Johann, wie heißt nochmal unsere Internetseite? Oh. Ja, genau da, ne? So, ansonsten... Haferlichter.zdf.de. Du bist klasse, Alter. Ja. Und Sie waren klasse, liebes Publikum. Und danke an unsere Gäste. Danke. Kiwi und jemand anders. Super. Danke. Thomas, danke schön. So. So. Guten Abend. Maxi? Ja.